ziemlich hoch hier. Erinnert so ein bisschen an die großen Brücken in den USA. Öland, die Windmühleninsel. Jetzt haben wir uns durch die Wildnis geschlagen. Ja. Kein Weg mehr hier. Und wir müssen wohl oder übel umkehren. Sumpfgebiet hier ist zwar trocken, aber zurück. Ich vermute mal, dass Jäger hier mit ihren Quads rumgefahren sind. Ja, sicher. Weil für Trecker ist das eigentlich... Na doch, die Spur hinter uns ist doch schon ziemlich breit. Aber wie auch immer, hier stehen viele Ansitze. Und Jägergebiet. Ein Reh habe ich ja auch schon gesehen. Also insofern passt das schon hier. Jetzt sind wir aus dem Wald herausgefahren und sind wieder auf dem Weg, auf dem wir gekommen sind, aber wir fahren in diese Richtung, um dann dort später an die Küste zu kommen. Jetzt versuchen wir es mal über Näsby. Da gibt es einen Strand und da sind wir an der Küste. Zwar nicht an dieser Landzunge, was unsere Absicht war, aber vielleicht schaffen wir das noch. Es scheint wohl nicht notwendig zu sein, die Fahrräder hier anzuschließen, aber nach unserer Erziehung macht man das halt so. Ja, richtig. In Schweden werden hier wohl in der Südspitze Ölands keine Ganoven rumlaufen, oder? Na, das macht doch schon mal einen guten Eindruck hier. Badeanzüge haben wir nicht mit, wegen wir nackt ins Wasser, oder? Hier steht nur Tauchen verboten, nicht nackt baden. Das sieht natürlich nicht sehr einladend aus hier.
mit den Algen und diesen Bakterien, die da so schön bunt daherrotten. Zum Glück haben wir ablandigen Wind, also wenn du am Strand liegst, dann hast du den Geruch nicht. Aber vorne am Steg, Otti, du hast es gespürt. Otti hat eben gerade durch ihr Doppelglas geschaut und da hinten, der weiße Strich, sind alles Schwäne. Also Hunderte müssten das sein. Kommen wir vielleicht nicht so richtig rangezoomt, aber mal sehen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Fußmarsch von etwa 200 Meter dort zu dem Steinhaufen. Na, wenn der Wind auf einen zukommt und hier über das verfolgte Zeug streicht, dann riecht das schon unangenehm. Ja, das war mal ein kleiner Hafen hier. Aber die Stürme müssen so gewaltig gewesen sein, dass die Betonplatten zerstört wurden. Ja, schwer zu entscheiden aus dieser Entfernung. Ist das eine Robbe? Und dort hinten scheint es noch viel mehr zu geben. Otti hat durchs Doppelglas geschaut. Hat jede Menge Vögel gesehen. Aber es sieht so aus, als wenn dort auch die eine oder andere Robbe sich in der Sonne ahlt. Wir haben jetzt mal ein Experiment gemacht. Über diesen großen Stein geradeaus hoch, da müssen wir hin. Dass du die Robbe erwischt hast mit der Drohne, das ist das Highlight des Urlaubs. Ja, ich bin auch sehr froh darüber. Ja. Dann können wir morgen wieder nach Hause fahren. Nee, jetzt gehen wir erstmal zurück und fahren mit den Rädern noch ein bisschen durch Näsby, machen noch die eine oder andere Aufnahme und dann geht's zurück zum Campingplatz.